Die Sünden kommen und beflecken deine Seele, beflecken dein Herz. Was ist deine Aufgabe? Nicht mehr zu sündigen? Versuch es. Du wirst es niemals schaffen. Die Lösung aber ist was? Dass du nach der Sünde sauber machst. Dass du nach der Sünde deine Seele, dein Herz reinigst. Durch die Tauba, durch den Gottesdienst, durch die Sadaqa. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, dass die Spende, die Sadaqa, die Sünde auslöscht, wie das Wasser das Feuer auslöscht. Jetzt, jeder von uns hat seine Sünde. Aber wer von uns hat sich mal überlegt, nach der Sünde direkt mal zu spenden? Heute sogar durch einen Klick. Durch einen Klick. Das heißt, durch einen Klick kannst du deine Sünden tilgen und löschen. Durch einen Klick. Wer von uns hat sich mal gedacht, nach der Sünde 2 Gebetseinheiten zu beten? Wer von uns hat sich mal gedacht, nach der Sünde mal die Mutter anzurufen und zu sagen, Salamu alaikum Mutter, ich wollte nur sagen, dass ich dich liebe. Wer von uns hat sich mal gedacht, nach der Sünde in die Moschee hineinzugehen und da mal für 10 Minuten zu sitzen und Allah zu gedenken? Die Seele wird befleckt. Aber die Frage ist, was machst du dafür, dass die Seele gesäubert wird? Deswegen sagte er, der Gläubige, reinigt seine Seele durch Gottesdienst. Und das Reinigen der Seele ist so wichtig, weil die Sünden das Herz töten. Deswegen sagten die Gelehrten, ja, inna dhunuba tumitul qulub. Wahrlich, die Sünden töten die Herzen. Deswegen darfst du die Sünden, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, niemals als klein sehen oder als normal sehen. Die Sünden sind wie ein Virus, wie ein Virus, der sich in deinen Körper hineinschleicht. Genauso die Sünden, sie schleichen sich hinein in dein Herz. Und sie machen dein Herz krank. Immer wieder krank, bis dein Herz tot ist. Und wenn dein Herz tot ist, kannst du so viel Koran hören, wie du willst. So viele Leute können dich ermahnen, ansprechen. Du wirst nicht hören. Summun bukmun umyun, wie Allahs Vater gesagt hat. Stumm, blind. Deswegen diese Leute, mit denen wir reden, haben heute darüber gesprochen. Egal, ob sie Kuffar sind oder Muslime, die weit weg sind von der Religion. Du redest und redest und redest. Nichts tut sich. Warum? Weil das Herz tot ist. Das Herz spürt nicht mehr. Weil diese Aussagen, die du tätigst über Allah und über den Propheten und über den Islam, das sind so wie Signale, die du abgibst. Ja? Und der Sender, wo sitzt er? Im Herzen. Aber wenn der Sender kaputt ist, dann empfängt er keine Signale. Genauso das Herz. Wenn das Herz einmal tot ist, dann empfängt das Herz nichts mehr. Genau wie die Leiche. Eine tote Leiche. Wenn du der toten Leiche irgendwas antust, trittst, aufschneidest, egal was du machst, tut sich nichts. Warum? Es ist eine Leiche, es ist ein toter Körper. Er wehrt sich nicht, er macht nichts. Er bewegt sich nicht, er reagiert nicht. Genauso das Herz. Wenn das Herz einmal tot ist, empfängt das Herz nichts mehr. An Guten. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Herzen und die Seelen immer wieder reinigen, damit wir keine toten Herzen bekommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dafür bewahren.